Hallo und herzlich willkommen zur Battlefield Hardline Beta. In diesem Fall spielen wir den Hotwire-Modus. Also unsere Aufgabe ist es, mit einem Fahrzeug, welche auf der Map jeweils spawnen, durch die Gegend zu fahren. Im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so. Und dafür gibt es Punkte. Und die anderen wollen uns natürlich töten währenddessen und wiederum die töten. Was ist der Sinn dahinter ist, sollen theoretisch Verfolgungsjagden und dergleichen entstehen. Ich sag's euch von vorne weg, ich bin ein absoluter Battlefield-Noob. Ich spiele es nur ab und zu, wenn ich Lust und Laune habe. Soll heißen, wenn ihr nicht, also wenn ihr gescheites Battlefield-Gameplay sehen wollt, wirklich professionell und so, empfehle ich euch absolut den Kanal von Fabian Siegesmund, genannt Battle Bros, der Kanal. Dort bekommt ihr garantiert bessere und klarere Infos zu dem Spiel. Alter Schwede, wie kann es passieren, dass ich den nicht töte? Was um alles in der Welt. Leider ruckelt das Spiel bei mir noch etwas. Ich weiß ganz ehrlich nicht, warum. Also diese Mikroruckler. Und ich verstehe sie nicht. Denn es gibt keinen Sinn. Aber ich kann es nicht ändern. Den einzigen Weg, den man vielleicht nicht so fahren hätte sollen, aber ihm ist egal. Er zieht den Scheiß richtig ab durch. Ich. Hab einen und den anderen habe ich eine Killhilfe. Auch nicht schlecht. Mit was für einem Auto fahre ich hier eigentlich durch die Gegend? Wir brauchen doch kein so 0815 Auto. Ich brauche ein bestimmtes Auto. So, da steige ich mal aus. Denn da, wo ich gerade drin war, es hat keinen Sinn ergeben. Ja, geil. Scheiße. Ich spawn mal bei C. Also man muss natürlich bei einem Punkt spawnen und nicht einfach bei einem von unseren Autos. Oh, oh. Ob ich hier wirklich spawnen will, ist natürlich so eine Frage. Ja, ist doch mir klar. Eigentlich wollte ich ja gar nicht mehr spawnen. Ich hab's ja schon gesehen. So eine Scheiße aber auch. Also wir brauchen ein Fahrzeug, Leute. So geht's doch nicht. Ich will bei jemandem spawnen. Oh, ja schön. Bisschen rauslehnen. Ja, bisschen cool. Oder auch nicht. Alter, jetzt läuft's aber richtig scheiße. Bei C. Ich finde die Spawnzeit auch einfach zu lange. Die macht einfach keinen Sinn, finde ich. Man sitzt hier stundenlang. Also gefühlt zumindest. Okay, ab zu C. Nein. Nein, das Fahrzeug, das ist ja am Arsch. Schon wieder tot. Ich sag's euch, also absolut, für all diejenigen, die das aufregt, sich sowas anzuschauen, schaut euch von Fabian Siegesmund bei Battle Bros Gameplay-Szenen an. Denn ich bin nicht gut in Battlefield. Es ist richtig ein Hardline, weil ich da null Erfahrung drin habe. In Battlefield 4 geht's ja noch einigermaßen. Aber hier spielen halt auch wirklich viele mit, die genauso wenig können wie ich. Und das hilft dem Ganzen nicht unbedingt. Das macht es bedeutend schlechter. Oh, scheiße. Von wo denn? Oh, er ist tot. Ich wusste, dass der jetzt abgeknallt wird. Ich wusste es. Es war mir so klar. Ich spawn mal im Heli. Ich hoffe, der kann fliegen. Oh, es dauert wieder so lange. Das ist absoluter Negativpunkt, finde ich. Beta endet übrigens am 8. Also wenn das Video draußen ist, wird es schon geendet haben. Alter, von wo? Raus. Okay, ich werde von hinten und wieder tot.
Ich will euch nur ein bisschen die Eindrücke zeigen vom Spiel, wie es grafisch aussieht, etc. Also ich spiele hier im Moment auf einer GTX 660 overclocked. Wobei in Kürze wechsle ich auf die 79. Und grafisch ist es eben das hier, was die Beta hergibt. Hohe Texturenqualität, ansonsten Ultra bis auch zweimal MSAA. Ansonsten läuft der Grafikspeicher voll. Also so ziemlich genauso wie bei Battlefield 4. Meine KD ist echt für den Arsch mittlerweile. Es läuft nicht gut, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, wie seht ihr, solche Leute fahren halt die Fahrzeuge. Da kann eigentlich wenig draus werden. Okay, raus aus dem Fahrzeug. War mir klar, dass da einer kommt. Und schon wieder habe ich es nicht geschafft. Jo, es ist mehr als deprimierend, um ehrlich zu sein. Weil ich kein Gefühl habe für das Spiel. Aber wie gesagt, es geht nur darum, Eindrücke sammeln. Wie sieht's aus? Wird nichts für mich sein. Garantiert nicht. Ja, so macht man das nicht, mein Freund. Geil. Hat er natürlich einen Heli für den Arsch. Also, du nervst da hinten, ey. Ich kann noch nicht mal taggen. Okay. Also auf der Map kann man anscheinend nicht taggen. Geht doch, endlich mal. Das wird auch höchste Zeit. Boah, scheiße, von hinten irgendwo. Von hinten irgendwo. Von hinten irgendwo. Ich bin tot. Ich bin tot. Nee. Scheiße. Ich habe auch noch nichts freigeschaltet. Ich bin ganz am Anfang. Ich habe es auch nur ein ganz bisschen angespielt. Also. Nö. Auf Gott. Hopp, hopp. Hotwire kann echt Spaß machen, glaube ich. Aber da müssen die Leute wissen, was sie tun. Wir haben gewonnen. Nicht durch meinen Verdienst. 2 zu 9 KD. Ist nicht ganz das Gelbe vom Eis, sagen wir mal so. So, was haben wir denn freigeschaltet? Ja, schön. Geil, toll. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Ja, war okay. Ne, dolle war es nicht, sag ich ganz ehrlich. Also dolle war es wirklich nicht. News has learned that our earlier account of desert drag racing is actually a police sting operation against notorious car thieves. Sky 5 is the exclusive footage of an operation gone wrong. So, jetzt geht's zur nächsten Runde, diesmal in der Staubwüste, auch wieder Hotwire, finde ich etwas leichter hier. Auch der Überblick ist deutlich einfacher zu behalten. Wobei man sagen muss, bei Battlefield Hardline, es ist tatsächlich so, Die Umgebung ist deutlich weniger zerstörbar. Deutlich. Also wirklich ein großer Rückschritt nach Battlefield 4 und auch nach Battlefield 3, erst recht. Aber wirklich ein großer Rückschritt, finde ich. Ist geil. Ab geht's, komm. Such dir irgendeinen Spot aus, hier rechts zum Beispiel hätten wir einen. Und dann ab geht's ins Fahrzeug. Ab geht's, hopp. Gas geben. Wir brauchen Punkte. Hey.
Okay, ich will mich jetzt nicht unbedingt rauslehnen. Könnte unangenehm werden. Und ich muss mich rauslehnen. Und ich muss nach hinten schauen. Okay, ich muss wieder rein. Komm bitte, Junge, bitte fahr gescheit. Bitte, ich bitte dich. Ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich... Es kann doch nicht warten. Down. Kann doch alles nicht wahr sein, ey. Hab ich die leiseste Ahnung, wo momentan Gegner unterwegs sind. Das sage ich ganz ehrlich. Ich kenne auch die Map kein bisschen. Wirklich nicht. Pum! Wow. Von wo? Ja, willst du mich verarschen? Verarscht er mich wirklich? Im Leben nicht. Das kaufe ich dem nicht ab, dass er das schafft. Da werde ich sicherlich nicht spawnen. Bei B, ja, da sieht es ganz gut aus. Ich glaube, da kann es etwas Action geben. Kann nämlich leider nicht rauslehnen, sondern nur an der Seite rausgucken. Das ist nicht gut. Ja, das kann nicht gut sein. Ich kann nicht mal rausschauen. Was soll ich denn da machen? Nicht schön. Es ist deprimierend. Vor allen Dingen das Warten nervt mich sehr. Wo spawn ich denn? Wo spawn ich denn? Ich hätte gerne, dass irgendjemanden sich ein Fahrzeug schnappt und dann kann ich spawnen. Ich werde garantiert nicht da hinten losfahren. Hacker verfügbar. Was soll denn das da unten heißen? Hacker sind verfügbar. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Egal. Gib Tempo. Die Fahrzeuge steuern sich natürlich viel, naja, ungeschickter als zum Beispiel in GTA oder so. Das ist kein Vergleich. Wirklich viel schlechter. Ab geht's. Dann fahren wir mal. So, und ich weiß, wie man cruist, zumindest das weiß ich. Ich kann zum Gegensatz zu den restlichen Affen wenigstens fahren. Denn das ist wirklich nicht so schwer. Komm. Gib Tempo hier. Der ist ausgestiegen. Sollen wir nur rechts sein. Eigentlich ist das nicht unbedingt rechts sein. Stört mich nämlich. Ja, man kann super viele Punkte machen hier im Hotwire-Modus. Alter, wie schnell geht das Fahrzeug am Arsch? Fuck, ich dachte, ich wäre schon hinter der Biegung. Ich wollte gerade losschießen. So eine Scheiße aber auch. Uncool. Uncool. Total uncool. Tot. Okay, kaputt. Ich spawn mal wieder bei jemandem. Will ein bisschen schießen. Hier ist besser für mich. Ist einfach cooler. Yeah. Ich bin so geil. Ich weiß nicht mal, ob das zum Angreifen war. Das Fahrzeug jetzt gerade. Ist mir aber scheißegal. Ey. Wieder rein. Bin ich nicht so angreifbar. Sehen, Minimap, sieht alles sauber aus. Ich vergrößere die ja persönlich eigentlich auch nicht. Was ist eigentlich, ich vergrößere die jetzt echt nicht. Oh, das sind richtig Punkte. Aber natürlich spiele ich ja kein Spiel nur, weil ich... Das ist ja scheiße. Eieiei. Das war knapp, ey. Wieder rein. Ich habe nur 6 Leben. Oh, wir sind tot. Was du nicht sagst. Diese Info. Ich würde gerne bei B spawnen. Aber ich muss wieder 5 Sekunden warten.
Das ist heutzutage so üblich. Hey, hey, hey. Ja, Spawn bei B. Komm. Rein da. Sauber aus. Ah, das Fahrzeug repariert sich auch wieder selbst. Das ist gut. Beifahrer. Hilfe. Okay. Nachladen. Komm, komm, komm. Gut Tempo. Schön. Ich schaue mich mal nach hinten ein bisschen um. Sieht alles sauber aus. Das ist wiederum nicht so sauber. Komm, dass sie nicht fahren können. Man macht da einfach Außenansicht. Kannst du eh nicht schießen, während du fährst. Das ist kein GTA. Okay, ich gehe wieder rein. Das ist sonst zu gefährlich. Aber da viel leichter getroffen. Aber auch so ist schon relativ easy. Okay, das ist ein Gegner. Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Okay, ich fahr weiter. Es ist am wichtigsten, hier wirklich Punkte zu machen. Weil es mir für ihn tut. Ich sterbe mit dem Fahrzeug. Lalala, wir fahren, fahren, fahren. Den hätte ich gerne zerbrettert, zertrümmert, was auch immer. Kaputt gemacht. Rechts rum, links rum. Hotwire-Modus eben. Bewegliche Einnahmepunkte in gewisser Weise. Nichts anderes ist es halt. Komm, drück auf die Tube, Junge. Gib Gas, Mann. Gib Gas. Fahrzeug hat noch 61% Leben. Komm, regeneriere dich mal. Zeit. Ja, ich weiß, ich zeige nur, wie man mit dem Fahrzeug durch die Gegend fährt. Aber darum geht es ganz einfach im Hotwire-Modus. So, jetzt mal tut. Und ich habe einfach kein Skill deswegen. Das kommt noch hinzu. Links rum. Rechts rum. Wieder links rum. Ganz easy. Und weiter geht's. Gas geben. Voll durch. Jetzt habe ich noch einen an Bord. Dass ich ein bisschen regeln kann. Mittlerweile sind es schon 1400 Punkte. So viele Punkte auf einen Schlag habe ich noch nie gemacht. Das ist zu leicht. Es ist zu einfach, wirklich. Man kriegt für jeden Scheiß Punkte. Ich fahre einfach nur durch die Gegend. Das ist okay. Nein! Ich hab's gesehen. Ich wusste es, ich wollte noch raus. Okay, ich spawne bei irgendjemandem mit drin. Bei dem hier. Ah, es dauert wieder. Es dauert, 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 dauert. Wieder seitlich drin sitzen. Hey, bin schön. Beifahrerhilfe 25. Nein! Das war die falsche Taste. Scheiße. Ich hab's voll verkackt. 0 zu 6. Fuck. Nur Punkte fürs Rumfahren. Es ist echt schon schlimm. Es tut mir so leid. Ich bin Vierter mit 0 zu 6. Grauner. Okay, ich hoffe, ich habe euch einen einigermaßen Eindruck zum Hotwire-Modus überbringen können. Ja, und man sieht sich beim nächsten Modus. Das wird Eroberung sein.